Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu State of Mind. Wir müssen mal gucken, wir sind gerade in den U-Bahn-Tunneln. Lydia stirbt bald und wir wollen zu Breakpoint schaffen, irgendwie, um die dann davon zu überzeugen, zwei Personen wieder in ihre Körper runterzuladen, nämlich Tracy und James. Während sie ganz Berlin in Schutt und Asche legen, scheinbar. So, hier sollen wir durch. Das heißt, wir gucken uns natürlich erstmal da hinten um. Oder vielleicht auch nicht. Da. Vielleicht kann der Bot uns helfen, Simon zu erreichen. Der ist unregistriert. Aber andererseits ist er auf Klotz Robotics registriert. Hey, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Sir. Ich muss meinen Bot erreichen. Kannst du uns helfen? Ihr könnt mein System nutzen, um auf das Bot-Network zuzugreifen. Hier. Nehmt meine Transmitter. Platziert den einen hier im Raum, den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Dann sollte das Signal zur Kontaktaufnahme ausreichen. Danke. Okay. Transmitter platzieren. Platziert den einen hier im Raum, den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Warum soll ich denn jetzt die Charaktere wechseln? Kann ich die nicht einfach hier lassen? Muss ich dann irgendwie auf beide Transmitter draufdrücken gleichzeitig oder was? Da hinten ist eine Tür. Gibt's nichts an der Oberfläche. Das heißt, ich müsste jetzt zurücklatschen oder ich versuche mal hier diese Rampe. Lass mich hochgehen. Ich kann da oben wenigstens noch mit dem Bot in Kontakt bleiben. Aha, okay. Das ist also das ganze Problem an der Sache. Da lang. Lydia kommt gar nicht mehr mit, ne? Das heißt, wir wechseln jetzt einfach mal tatsächlich. Schon. Muss ja nicht so schwierig sein, diese Tür reinzugehen. So, hier auf der Kiste. Dem Eulenfass. Ich glaube, ich nehme hier diese stabile Position. Optimale Signalstärke. Position bei. Soll ich Lydia jetzt da zurücklassen oder wie oder was oder wann oder wo? Kann ich jetzt meinen Bot erreichen? Muss ich mit dem Bot reden hier? Okay, hier ist die ID von meinem Base 5. Kannst du eine Verbindung herstellen? Simon, ich bin's. Mr. Nolan? Sie verwenden eine illegale ID. Ich werde gesucht, Simon. Das weiß ich, Sir. Eine forensische Abteilung ist bereits hier gewesen und hat mein Gedächtnis ausgelesen. Natürlich. Es tut mir leid, aber ich konnte nichts dagegen unternehmen. Spielt keine Rolle. Du musst mir helfen, Simon. Jetzt sofort. Ich habe Tracy und James gefunden. Sie liegen in Kryoschlafbehältern am Mobility Port. Im Kryoschlaf? Dann haben sie sich als Kolonisten gemeldet? Sind sie sicher, dass... Du musst sie uns herbringen. Kannst du das? Wohin bringen, Sir? Ich schicke dir Koordinaten. Es ist gegen das Gesetz. Das Gesetz ist falsch. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Es ist ein menschlicher Gedanke. Man wird mich sofort aufhalten. Ich habe dir eine illegale ID geschickt. Ich
Ich muss darüber nachdenken, Sir. Simon, bitte! Okay, das hat also schon mal funktioniert, hervorragend. Da hinten kommen wir nicht durch. Aber das ist die richtige Richtung. Ich lass mir was einfallen. Komm, wir müssen einen Lichtschalter finden. Ein Lichtschalter? Ich dachte, ein U-Bahn-Wagen, um das Tor einzureißen. Lichtschalter, was soll ich denn mit einem Lichtschalter? Lichtschalter. Schlagstrom, Lebensgefahr. Easy. So, kann ich jetzt irgendwelche Terminals benutzen oder so? Warum ist hier eigentlich so verdammt dunkel? Oh, wie süß. Damit will ich einen Screenshot machen. So, Lydia, du stehst ein bisschen im Weg. Oh Mann, ist dein Ernst? Kannst du bitte aus der Tür rausgehen? Doch nach hier hinten rennen. Ins Dunkle. So, der links sieht irgendwie schon mal geschrottet aus. Und der hier ist aber zu dunkel. Ach, guck mal, hier auf der anderen Seite gibt es auch noch so einen kleinen Kontrollraum. Und einen U-Bahn-Wagen. Schlagstrom, Lebensgefahr. Dieses Gerät ist veraltet und sollte wegen mangelnder Präzision nicht verwendet werden. Ja, da musste man doch nur ein Kabel einstecken. Wie viel Kraft kann denn das erfordern? Was machst du? Ich glaube, ich weiß, wie wir die Barrikade durchbrechen. Dieses Transportmittel darf nur von autorisierten Fachpersonal bedient werden. Die Betriebsinformation unterliegt Security Level 4. Dieses Transportmittel ist betriebsbereit. Achso, muss ich den Strom dahin gleich einschalten? Ja, komm schon, Richard. Das ist eine einfache, simple Tür. Achtung, Gleis nicht freigegeben. Verdammt. Ist nicht freigegeben. Achso, dann war das da hinten in Wirklichkeit ein Weichenschalter und kein Stromschalter, den mir die Terminalbeschreibung weiß machen wollte. Aber das Display war dann halt schon richtig. Wo befinden wir uns denn hier? Auf welchem. Achso, da drüben auf dem Abstellgleis. Das sieht doch schon besser aus. So, und dann müssen wir jetzt hier quasi mit diesem Zug und dem Schalter rangieren, oder was? Ich hoffe, ich kann dann irgendwie wechseln. Ist das wirklich eine gute Idee? Nö. Wahrscheinlich nicht. Kann ich jetzt den Charakter wechseln? Nee. Kann ich jetzt den Charakter wechseln? Nö.
Okay, also muss ich da echt wieder hinlaufen, um jetzt zu rangieren, aber es dürfte kein Problem sein. Allzu viel müssen wir, glaube ich, nicht rangieren. Ja, von hier aus kann man direkt durchfahren. So, das sieht gut aus. Unnötige Laufarbeit. Lustigerweise sehen die U-Bahn den U-Bahn in Berlin echt ähnlich. Also den heutigen U-Bahn. Halt dich fest. Ja, wir müssen da nicht so irre schnell durchfahren, ne? So eine U-Bahn ist richtig schwer. Wir sind zu schnell. Ja. Richard ein Idiot ist. Richard! Ich versuch's. Das lässt sich nicht. Saubere Arbeit. Haben wir es geschafft, haben wir Lydia getötet. Klasse Aktion, Richard. Das ist die falsche Richtung. Nicht, wenn ich Lydia suche, oder? Okay, cool. Also, ich habe Lydia jetzt scheinbar aus meinem Gedächtnis gelöscht. Lydia. Ja, echt? Mach Sachen, Junge. Hier liegt sie. Ah. Lydia. Hey. Bist du okay? Kannst du aufstehen? Ich glaube schon. Hört sich das so an, als wenn sie okay wäre. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommen würde. Was meinst du? Dass Tracy mich so verraten könnte. Dass das alles so kaputt geht. Du hast Tracy doch auch verraten, oder nicht? Das ist nicht dasselbe. Wahrscheinlich. Ich wollte einfach raus aus dem ganzen Wahnsinn. Ich konnte nicht mehr frei atmen. Genauso war es bei ihr. Ach so.
Aber bei dir ist das alles anders, oder? Du willst auch ein anderes Leben. Jeder will das. Du, ich, Tracy, die ganzen Leute, die sich nach City 5 hochladen lassen. Und was ist mit denen, die sich nicht hochladen lassen können? Die auch. Richard verhält sich so oft wie so ein kleines, bockiges Kind einfach. Der nimmt dann, ne, rastet so ohne irgendwelchen Anlass aus, vergreift sich da mega im Tonfall. Ich weiß nicht, ob das an der Synchro liegt oder... Da ist das Zeichen wieder. Ob der Charakter so angelegt ist, aber... Das macht ihn so unsympathisch einfach. Über den Bahnwaggon. Eine Art Flaschenzug. Komm, suchen wir einen Weg dahin. Schaffst du das? Mhm. Haben die da einen Fahrstuhl in den U-Bahn-Waggon gebaut? Wir sollten uns aufteilen. Wir sollten uns aufteilen? Warum? Heißt aber der Eingang. Ah, hier ist auch einer. Oh nein, sag nicht, hier gibt's ein Labyrinth. Gebeamt. Okay, cool. Oder bin ich schon einmal rum? Ach, hier sind wir runtergekommen. Okay, nicht gebeamt. Ich bin tatsächlich schon einmal rum. Schalter A, Schalter B. Ach du Scheiße, und nun? Achso, wir sollen das Ding drehen. Diese Anlage darf nicht. Ja, bla. Mist! Richard! Ich bin gefangen! Vielleicht kann ich helfen! Oder ich drücke einfach nochmal den Schalter. Wir müssen zusammenarbeiten, Lydia! Wo ist denn der zweite Eingang? Da drüben, und wo führt er hin? Man weiß es nicht. Okay, also das Ding dreht hier zu weit. Ne? Ich müsste jetzt eigentlich hier unten an diese Öffnung bekommen. Ach guck mal, jetzt ist da drüben eine Tür aufgegangen. Okay, eigentlich sieht es gar nicht so kacke aus. Hier kämen wir durch. Mhm. Zu wissen. Aber wo ist das auf der Karte? No. Achso, jetzt ist die Tür da hinten zugegangen. Lydia kommt da jetzt auch nicht durch, ne? Da, stopp, 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 stopp. Ich guck mal, was mit Schalter B funktioniert hier. Aber der dreht einfach nur rückwärts, ne? Um die gleiche, ja.
nicht. Lydia hat halt auch gar keine Schalter, ne? Irgendwie für die Feinjustierung oder irgendwas. Komm schon. Ja. Warum dreht denn das nicht noch 2 mm weiter? So, hier kämen wir durch, aber hier kann ich halt nur das falsche Ende von der U-Bahn hindrehen. Was natürlich ein bisschen ein kleines Problem ist. Jetzt treffe ich nicht mal mehr das falsche Ende. Guck mal, da drüben ist da auch noch ein Eingang. Nee, oder? Nee, das ist zu. Das ist es noch nicht. Das ist es noch nicht. Mach Sachen. Sind die Türen beide offen? Ich guck mal, was ich mit Lydia hier irgendwie, weil ich denke, dichter kriege ich den Eingang gar nicht an uns ran, ne? Hier dieses Segment müsste man halt irgendwie öffnen können. Aber ich vermute auch, die richtige Position ist erreicht, wenn die Türen zu sind. Auf zu! Wir müssen die richtige Kombination finden! So, ich drehe einfach mal zwei vor und dann wieder zurück. Schalter B dreht jetzt auch in die Richtung. Schalter A dreht auch in die Richtung. Okay, die drehen jetzt scheinbar beide in diese Richtung. Jetzt dreht Schalter B wieder zurück. So, können wir nochmal zurückdrehen. Ja, aber es bringt nichts. Also man muss hier irgendwie echt ein bisschen vor und zurück. Okay, jetzt ist offen, ne? Das ist, glaube ich, eine Nullstellung. So, einmal A und dann dreht B wieder zurück und wir haben wieder offen. Okay, dann nehmen wir zweimal A. Vielleicht gibt es ja echt irgendwo einen Hinweis. So, eine Tür ist offen. Also das ist nicht. Okay, dann.
nochmal Artwork gesehen für wieder eine Ausgangsstellung. Ja. So wird das nichts. Könnte sein. Ich schaue mich nochmal mit Lydia um. Ob ich hier irgendwo einen Hinweis finde. Guck mal, hier haben wir... Ah, okay, aber das gehört eigentlich zu einem anderen Schriftzug, ne? Seit 1. Ist das hier der Eingang, wo Richard drin steht? Ach, hä? Hier gibt es auch noch ein Schalter-Set. Nein, zu weit. Jetzt offen. Ne, noch nicht ganz, ne? Aber das Schema zeigt auch, dass bei uns jetzt zu wäre. Jetzt muss ich hier einmal ganz außen rum rennen, oder ist bei Richard zu? So, hier müsste Richard drin stehen, genau. Ach, hier das Tor ist jetzt zu. Ah, okay, alles klar. Das ist nicht das Tor bei uns, sondern das Tor, das zum Eingang führt. Das hat aber sehr weit gedreht. Schalter A. Wenn ich jetzt hier Schalter B drücke. Achso, dann komme ich einfach nur wieder zurück, ne? Hier ein bisschen. Ah, da ist halt zu. Das Ding rotiert sehr weit. Okay, ich denke, so können wir uns zumindest langsam annähern hier. Perfekt! Perfekt? Wo ist denn das perfekt? Aber wenn Richard sagt perfekt, dann gehen wir da mal nachgucken. Ich glaube ja nicht, dass es perfekt ist. Okay. Das ist das falsche Dings.
Oh, doch. Schaut hin. Ja, nice. Das Tor ist offen. Ich komme. Das wäre total gut. Das muss es sein. Okay. Also, gehen wir rein. Was machen wir, wenn sie schießen? Sterben. Am besten gehe ich zuerst. Nein, kommt nicht in Frage. Ich gehe zuerst. Sei nicht albern. Ich bin sowieso so gut wie tot. Lydia! Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir da oben nach oben zum Untergrund gehen. Genau, ja, machen wir so. Also macht's gut und bis dann. Ciao.